Mein besonderes Interesse gilt schon lange den bildgebenden Verfahren und da habe ich mich für eine Doktorarbeit in der Radiologie des UKM beworben und bin darüber über eine Kooperation mit den Kinderonkologen zu dem Ewing-Sarkom-Projekt gekommen. Das Ewing-Sarkom ist eine Krebserkrankung der Knochen und Weichteile. Sie betrifft überwiegend ältere Kinder und Jugendliche und kann sich im Körper verteilen und ausbreiten, also auch die Lungen betreffen, das Knochenmark und andere Knochen. Das Ewing-Sarkom betrifft im Jahr ungefähr 150 Kinder und Jugendliche, ist also insgesamt eine eher seltene Erkrankung. Wir heilen heute die Mehrzahl der Kinder mit Ewing-Sarkom. Die Kinder bekommen eine intensive Chemotherapie über viele Monate, werden dann operiert, zum Teil nachbestrahlt, bekommen dann weitere Chemotherapie für insgesamt ein ganzes Jahr. Damit werden 2/3 der Kinder gesund. Für das andere Drittel brauchen wir neue Therapiemöglichkeiten. Und daran, an einem solchen Verfahren, hat Herr Liebsch gearbeitet. Herr Liebsch hat in seiner Doktorarbeit ein präklinisches Modell des Ewing-Sarkoms mit einer neuen Methode der Magnetresonanztomographie untersucht. Diese neue Methode, die sogenannte DWIPS-Methode, wird dazu eingesetzt, um Metastasen bei Krebserkrankungen oder eben in präklinischen Modellen zu detektieren. Und die offene Frage war bisher, wie sensitiv ist diese Methode? Wie klein bzw. wie groß müssen Metastasen sein, damit sie mit dieser Methode detektierbar sind? Ziel der Arbeit war es, mit dem MRT festzustellen, ob es möglich ist, Tumormetastasen im Mausorganismus zu detektieren und ob es auch in einem weiteren Schnitt möglich ist, das Wachstum dieser Metastasen über einen gewissen Zeitraum zu dokumentieren. In Vorversuchen wurde genau in diesem Mausmodell bereits mittels einer Autopsie der Mäuse versucht, diese Tumormanifestationen zu bestätigen. Der Vorteil bei der Methode, die ich jetzt angewendet habe, ist, dass wir mittels der MRT-Bildgebung sowohl einen Zeitverlauf und damit ein Wachstum der Metastasen dokumentieren können, als auch, dass wir ein nicht-invasives Verfahren haben, mit dem wir die Maus untersuchen können. Hier sehen wir jetzt ein typisches MRT-Bild einer Versuchsmaus in der seitlichen Ansicht. Hier auf der linken Seite befindet sich der Kopf der Maus. Hier geschwungen sieht man die Wirbelsäule und das Rückenmark, die hier hinten in den Schwanz übergehen. Man kann in dieser seitlichen Projektion jetzt durch den gesamten Mauskörper scrollen und die verschiedenen Organe bewerten. Zum einen sieht man jetzt hier eine Niere, hier die Leber und die Lungengrenzen. Bei dieser Maus sind 2 Tumore aufgefallen. Zum einen hier in der linken Niere. Im unteren Anteil sieht man hier so eine rundliche Struktur, die einer dieser Metastasen entspricht. Auf der anderen Seite, im rechten Oberschenkelknochen, findet sich eine weitere Tumormetastase in der Knieregion, die sich hier sehr hell darstellt. Anhand der zuvor gewonnenen Bilddaten lässt sich mittels einer speziellen Software nun das Tumorvolumen bestimmen. Dazu wird Schicht für Schicht an diesen seitlichen Aufnahmen das Tumorvolumen nachgefahren, sodass wir am Ende eine Volumenangabe über die Tumorgröße bekommen. Am Ende entsteht daraus dann ein 3D-Bild, in dem man die verschiedenen Organe und die verschiedenen Tumorlokalisationen nachvollziehen kann. Hier in Gelb sieht man nun das Rückenmark, hier in Rot angedeutet das Herz und hier in Grün die Nieren, die hier mit verschiedenen blauen Regionen tumorbefallen sind. Analog zur Erkrankung beim Menschen konnten wir auch bei der Maus feststellen, dass sehr viele Metastasen zunächst in der Lunge entstanden sind. Was einen gewissen Unterschied dargestellt hat, war, dass wir eben auch weitere Metastasen, insbesondere in den Nieren, gefunden haben. Sehr selten ist es beim Menschen auch möglich, dass Tumore sich im Weichgewebe absiedeln. Auch da konnten wir gewisse Analogien feststellen. Um jetzt zu bestätigen, dass die Metastasen, die wir im MRT gefunden haben, auch wirklich vom Ewing-Sarkom abstammen, ist es notwendig, histologische Untersuchungen durchzuführen. Hier sehen wir jetzt einen histologischen Schnitt mit Muskulatur in Rot und einem sehr zellreichen violetten Gewebe auf der rechten Seite. Diese violetten, sehr dicht beieinander liegenden Zellen entsprechen den Ewing-Sarkom-Zellen, die hier schon zum Teil in die Muskulatur infiltrieren. Also wir fangen an mit dem Cyclophosphamid. Ja, genau.
Wichtig ist, dass das Messner nicht nur vorweggegeben wird, sondern auch in den Beutel kommt. Ne? Genau, ja. Das sind ja 1000 Milligramm dann. Ja, das haben wir haben in meiner Arbeitsgruppe in den vergangenen Jahren eine völlig neuartige Therapiestrategie erfunden und möchten die gerne jetzt auch beim Ewing-Sarkom anwenden. Und da standen wir erstmal vor dem großen Problem, dass im Tiermodell Ewing-Sarkome nicht vorkommen. Mäuse oder andere Tiere erkranken nicht an Ewing-Sarkomen. Und da brauchten wir als allererstes ein Modell, in dem wir diese neuen Therapieverfahren ausprobieren können und sehen können, ob sie effektiv sind. Herr Liebsch hatte dann den Ehrgeiz, in diesem Modell auch noch das neue Therapieverfahren einzusetzen und hat dann diese Tiere behandelt mit genetisch veränderten T-Zellen. Das Ziel bei diesem ganzen Verfahren ist, dass der Tumor vom Körper durch die körpereigene Abwehr abgestoßen wird. Natürlicherweise erkennen aber die T-Zellen, die man im Körper hat, die T-Zellen sind die potentesten Abwehrzellen, die wir haben, die erkennen Tumorzellen nicht als fremd und deswegen tolerieren sie die. Was wir gefunden haben, ist, dass man mit einem speziellen Verfahren, mit sogenannten chimären T-Zellrezeptoren, T-Zellen so manipulieren kann, dass sie Tumorzellen als fremd erkennen und abstoßen. Die bekommen also einen künstlichen Rezeptor eingesetzt, der dann dafür sorgt, dass sie mit der Nase auf die Tumorzellen gestoßen werden, diese erkennen und zerstören. In Vorversuchen konnte gezeigt werden, dass diese speziellen T-Zellen, die über diesen Rezeptor verfügen, im Reagenzglas in der Lage sind, diese Tumorzellen zu bekämpfen und auch abzutöten. Im Weiteren ist es natürlich jetzt notwendig, diese Therapie an einem lebenden Organismus zu überprüfen. Dafür haben wir das vorher etablierte Mausmodell verwendet. Wir haben also erneut das Volumen der Tumore, die sowohl in der Kontrollgruppe als auch in der Therapiegruppe entstanden sind, ausgemessen. Einen Therapieerfolg konnten wir in der Lunge feststellen. Dabei war es so, dass die Therapiegruppe kleinere Metastasen und auch in der Zahl weniger Metastasen ausgebildet hat. Da wir in den Vorversuchen schon zeigen konnten, auch andere Organe der Mäuse betroffen waren, konnten wir keinen Überlebensvorteil feststellen, da die Tiere eben auch an ihrer weiteren Erkrankung verstorben sind. Daraufhin sind wir jetzt dabei, diese Therapie noch weiter zu verfeinern. Wir waren mit dem Ergebnis zufrieden, aber glauben, dass wir die Effektivität des Verfahrens noch weiter erhöhen können, haben dazu einige Ideen, die wir jetzt zurzeit im Labor explorieren. Und wenn wir damit noch einen Schritt weiter sind, dann werden wir eine klinische Studie aufsetzen, in der wir auch Patienten behandeln. Also das Ganze ist nicht sehr weit weg von der klinischen Anwendung. Herr Liebsch hat gezeigt, dass man diese Methode nun in der präklinischen Forschung einsetzen kann. Und die Ergebnisse von Herrn Liebsch zeigen nun, dass diese Methode wirklich sehr sensitiv ist und man kleinste Metastasen damit detektieren kann. Der Erfolg dieses Projektes hing von der intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Kinderonkologie und Radiologie ab. Seitens der Radiologie konnten wir moderne bildgebende Verfahren zur Verfügung stellen. Besonders dankbar bin ich den Kinderonkologen, die jederzeit mit biologischem Fachwissen mir zur Seite gestanden haben. Herr Liebsch war ein ganz exzellenter Doktorand, einer der besten, den ich je hatte. Der hatte eine ganz steile Lernkurve. Man musste ihm die Dinge nur einmal sagen, dann hat er sie umgesetzt. Und er war unglaublich hartnäckig und verbissen. Also ich glaube, genau solche Leute brauchen wir. Er hat sich durch keinen Rückschlag abhalten lassen, es immer wieder zu versuchen, immer mit neuen Ideen und Gedanken. Hat sehr wenig Input gebraucht, sondern ist sehr, sehr selbstständig an die Dinge herangegangen, hat sich dann aber immer wieder Ratschläge geholt, hat auch Kritik angenommen, sodass er praktisch alles eins zu eins umgesetzt und weiterentwickelt hat. Und dadurch konnte er dieses hochkomplexe Projekt auch so erfolgreich umsetzen. Herr Liebsch hat sich sehr gut in unser Team eingefügt. Durch seine freundliche, offene Art und den großen Fleiß, den er an den Tag gelegt hat, war er ein gern gesehener Kollege und ist es auch immer noch, denn er unterstützt uns auch weiterhin als wissenschaftliche Hilfskraft in diesem und in anderen Projekten. Wir freuen uns sehr, dass Herr Liebsch diesen Preis bekommt und wir wünschen ihm natürlich viel Erfolg und wir hoffen, dass er den Weg zurückfindet in die universitäre Laufbahn und eine Karriere als Wissenschaftler einschlagen wird. Kontrolle im halben Jahr, dann ja, 6 bis 8 Monate und dann gucken wir, was passiert. Ja, danke.